Aus meiner Sicht, das Buch von Oswald Mühlmann, die Philosophie des einfachen Lebens. Wenn ich mit studierten Menschen spreche, fällt mir oft auf, wie wenig praktischen Nutzen sie von ihrem großen Wissen haben. Sie lassen sich akademisch über Gott und die Welt aus, ohne dass sie dadurch besonders viel in ihrem Leben verändern könnten. Ihr Wissen ist so kompliziert, dass es sie für das einfache Leben anfällig macht. Da ich während meiner Schulzeit nicht viel lernen konnte, habe ich eine praktische Einstellung zum Wissen entwickelt. Für mich muss das Wissen immer leicht verständlich und anwendbar sein. Wenn ich etwas Neues lerne, will ich davon vor allem einen praktischen Nutzen haben. Aus dieser Einstellung heraus entstand meine Philosophie des einfachen Lebens. Sie besteht aus drei Grundsätzen. Der erste Grundsatz bezieht sich darauf, wie man ein gesundes, zufriedenes und ausgeglichenes Leben bis ins hohe Alter führen kann. Alles, was ich lerne, soll letztendlich diesem Zweck dienen. Das Lernen und Studieren ist folglich nur dann nützlich, wenn es die Lebensqualität und das Wohlbefinden des Menschen auf längere Sicht steigert. So lautet mein erster Grundsatz: Erkenne, was dir gut tut. Der zweite Grundsatz betrifft das Wissen, wie sich Lebensqualität und Wohlbefinden auf längere Sicht einstellen können. Es gibt eine Vielzahl von Theorien, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Eines zeichnet alle diese Erklärungsversuche aus. Je komplizierter sie sind, umso weniger lebenspraktischen Nutzen bringen sie für den Betreffenden mit sich. Das Sprichwort, dass der Schuster die schlechtesten Schuhe trägt, bekommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung. Ich maße mir keine Werturteile über akademische Ausbildung an, weil ich selbst keine besitze. Es fällt mir aber auf, dass Akademiker ihr Fachwissen häufig nicht in die eigene Lebenspraxis umsetzen können. So kenne ich einige Ärzte, die zwar andere hervorragend behandeln, selbst aber nicht gesund leben können. Ich habe auch von vielen Lehrern gehört, die in ihrer Schule beliebt sind, bei der Erziehung ihrer eigenen Kinder aber große Probleme haben. Besonders auffallend ist dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis bei den mir bekannten Psychologen. Ihr Seelenleben ist alles andere als ausgeglichen, obwohl sie sich gerade damit theoretisch am intensivsten beschäftigen. Die Ursachen für ein gesundes, zufriedenes Leben und ausgeglichenes Leben bis ins hohe Alter sind aus meiner Sicht recht einfach. Im Großen und Ganzen hängt das Wohlbefinden des Menschen mit seinem Energiefeld zusammen. Jeder Mensch fühlt sich unwohl, wenn er zu viel oder zu wenig Energie hat oder in einem falschen energetischen Umfeld lebt. So kommt es im täglichen Leben auf die Energieströme an. Mein zweiter Grundsatz lautet daher: Suche die innere und äußere Balance der Kräfte. Der dritte Grundsatz bezieht sich darauf, wo sich das energetische Gleichgewicht einstellen soll. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir drei Sphären unterscheiden, in denen der Mensch existiert. Die erste Sphäre betrifft sein körperliches Wohlbefinden. Wenn in dieser Sphäre ein energetisches Gleichgewicht herrscht, ist der Mensch ausgeglichen. Die körperliche Ausgeglichenheit lässt sich verhältnismäßig leicht herstellen. Man braucht dafür nur bestimmte Übungen zu machen, die dem Organismus die Energie je nach Bedarf zuführen oder entziehen. Die zweite Sphäre umfasst die Welt der Gedanken und Gefühle. Wenn in dieser Sphäre die Energieströme Über- oder Unterspannung erzeugen, empfindet der Mensch eine innere Unzufriedenheit. Dieser Zustand der inneren Ausgeglichenheit kann durch gezielte Beeinflussung der geistigen Kräfte behoben werden. Dafür ist es allerdings erforderlich, den Betroffenen auf neue Ideen zu bringen, indem man zum Beispiel seine Neugierde auf die unsichtbare Welt lenkt. Die dritte Sphäre bezieht sich auf die Lebenssphäre, in der der Mensch mit den fremden Energiefeldern in Interaktionen tritt. Sind die auf ihn einwirkenden Energieströme zu stark oder zu schwach für ihn und bleibt er dieser Umgebung über längere Zeit ausgesetzt,
dann führt dies meistens zu Gesundheitsproblemen. Ich kann die Gesundheitsprobleme eines Menschen zwar nur unter energetischen Gesichtspunkten bewerten. Bei Betroffenen, deren Krankheiten nicht auf genetische, infektiöse oder bakterielle Ursachen zurückzuführen sind, reicht dieses Wissen in der Regel aber aus, um ihnen zu helfen. Wenn ich über ein zufriedenes, ausgeglichenes und gesundes Leben spreche, meine ich nichts anderes als den richtigen Umgang mit Energieströmen in den drei oben genannten Sphären. Dabei kommt der Gesundheit eine herausragende Bedeutung zu. Sie ist das Maß des Wohlbefindens. Deshalb lautet mein dritter Grundsatz: Finde in deinem Umfeld gesunde Energiequellen und nutze sie aktiv aus.